Also, wenn man von Tremmelberg herunterfährt, dann hier die Tratte, verstehst? Die Stummbahntratte. Und hier hat es immer sehr viel Schwammerl gegeben, aber nicht direkt nur am Wegrand, sondern muss da dieses Bächlein entlang gehen. Da unten ist Kobenz, glaube ich, heißt das. Und da ist ein Bach darunter und da sind sehr viele Schwammerl. Also im Juni, Juli. Da gehe ich immer entlang. Ich zeige das vielleicht, wenn ich die Mühe mache, dass ich das ganze Bachel barfuß runtergehe, verstehst? Und da sind dann Schwämme drin. Aber ich nehme nur wenige mit, immer 10 Decker oder 15. Andere würden da mehrere Kilo finden, verstehst? Aber ich tue das nicht, weil ich nicht so gierig bin. So, bitte, hier. Hier oben ist der Anelbauer. Ich weiß nicht, ob das noch existiert. Wir können, willst du drauf fahren? Oder nicht? Wollen wir rauf, ne? Mhm. Das war damals eine Gaststätte, die sehr beliebt war, vor 30 Jahren. Aber viele sind dann, die Mütter nach Deutschland, haben sie sich vermählt nach Deutschland, verstehst, mit den Ingenieuren. Und da haben wir uns manchmal alle 10 Jahre mit meiner Mama getroffen, also diese Damen, die in der Schweiz oder in Deutschland verheiratet wurden. Und die sind heute fast alle wieder zurückgekehrt. Nach 30 Jahren Vermählung, der Mann gestorben oder chronisch krank dann. Also diese meistens Ingenieure gewesen, Autobau oder sonst was, Maschinenbau. Und die jetzt im hohen Alter wieder zurückkommen. Aber auch meistens mit mehr oder weniger sehr bescheidener Pension. Also das ist schon. Und das ganze Lebenswerk war meistens nur ein Kind, wen überhaupt, verstehst? Also das hat sich alles, das war schon ein schweres Leben für viele Menschen. Genau. Ah,